in the Dicks. Dixieland Musik. Ja, Touristen aus nah und fern nutzen meinen Rundgang gern. Dresden kann man auch verlassen, um sich mit dem Erzgebirge zu befassen. Von da kam eh der Reichtum nach Dresden rein, mit dem Silber der Berge, so sollte es sein. Im Erzgebirge merken wir beim Besuche, pfeift der Wind durch Fichte und die Buche, wo die Landschaft sich endlos streckt, der Nebel im Wald sich versteckt. Bergmanns Lieder klingen in der Region. UNESCO Welterbe, das wisst ihr schon. Unter Tage schuften Kumpel bis zum Vergehen. In Dresden konnten so Prunkbauten entstehen. Ortschaften im Tal und am Berg, Fachwerk, Schindeln und kunstvolles Gewerk. In den Stuben brennen Lichter fein, ein Hauch von Heimat warm und rein. Touristen aus nah und fern nutzen meine Betreuung immer gern. Ob Welterbe, Erzgebirge mit den Pflanzen, ich zeige es euch ohne Firlefanzen. Abschließend werfen wir noch einen Blick zum Sachsengras. Das macht Spaß.